Hallo Leute, ich habe mir etwas Neues gekauft. Das ist mein erstes Modelleisenbahn-Updating jetzt. Ich weiß, ich bin ein kleiner Nachmacher, aber gut, was soll's. Ich war nämlich jetzt in den Niederlanden und habe da ein Geschäft gefunden, ein Modellbahngeschäft, und habe mir folgende Sachen gekauft. Die werde ich euch jetzt zeigen. Als erstes hätten wir hier diesen Bahnsteig namens Oberndorf. Den habe ich für, glaube ich, 6 Euro oder so bekommen. Ganz gut, hier waren eigentlich noch zwei weitere Personen auf dem Bahnsteig, aber bei der Transportation von Holland hier zurück nach Deutschland, ja, sind die zwei Figuren verloren gegangen. Ich glaube, ich habe sie irgendwie noch aufbewahrt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich muss dann nochmal suchen. Diesen Bahnsteig möchte ich, eigentlich wollte ich den hier reintun, aber wird nicht klappen. Ich möchte hier nämlich die Anlage noch zweigleisig machen, und dann irgendwie gucken, ob ich hier zwischen noch das quetschen kann. Mal gucken, ist hier noch Zukunftsmusik. Dann habe ich diesen Pepsi-Kühlwagen für meine Kühlwagensammlung hier noch geholt. Die Kühlwagen sind dort leider nicht sehr günstig. Diesen habe ich, glaube ich, für 12,50 € oder 14,50 € bekommen. Also ist ja gebraucht. Hier fehlt aber auch noch die Relax-Kupplung. Ja, nicht so toll. Müssen dann mal. Ich gehe jetzt am Samstag noch einmal zum Lokschuppen hier und werde dann noch eine Kupplung reintun. Es wird gleich auch noch so ein Einführungsvideo vom Wagen geben. Dann habe ich mir noch dieses Stellwerk gekauft. Hier steht noch der Preis dran, 4,50 €. Hier ist ziemlich interessant, sieht man leider wegen der Kamera nicht, aber hier stehen die Fahrzeiten dran, da wo das blaue Teil ist. Hier sind ein paar Leute und so. Und hier stehen noch die Zugverspätungen dran. Und hier ist noch Werbung von Super Astra Foil oder so. Dann habe ich mir noch dieses eine Hochhaus gekauft für 8,50 €. Hier mit Saba, Telefunken, Bosch-Werbung und noch einmal Warta-Werbung. Die einzigsten Marken, die ich schon mal gehört habe, sind Saba und Bosch, aber die anderen zwei habe ich noch nie gehört. Hier, ich glaube, hier stand irgendwie mal, keine Ahnung, ich sehe hier noch Rien, Ali und Tepic. Tepic ist wahrscheinlich Teppich und vielleicht Orient-Teppich, das habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja, was es sein soll. Dann war ich noch, ich war ja in Den Haag, um genau zu sein, und war da bei diesem Shop und habe mir zwei Andenken gekauft, leider nicht genau in dem Maßstab, Spur Z und so typische holländische Häuser. Ich kann ihn mal umdrehen. Die werden auch erstmal auf der Anlage bleiben, weil ich die sehr schön finde. Schade, dass sie aber nicht in Spur H0 sind. Also. Ja, und dann habe ich noch für 2 € mir diese eine Brücke gekauft. Ich möchte nämlich hier irgendwie so einen Bach fließen lassen oder so. Und dann kann hier so ein Bach runterfließen. Ja, mal gucken, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall das Stellwerk werde ich hier hinstellen. Und den Bahnhof, ich glaube, zuerst werde ich jetzt hier den Bahnsteig Oberndorf. Ups. Hier vorne hinstellen. Und hinter Tupfingen, der Bahnhof wird dort vorne hinkommen. Quasi für diese kleine Kleinstadt hier vorne. Wird hier nicht für immer bleiben, weil erstens möchte ich hier noch ein Abstellgleis bauen. Und es wird hier sowieso noch als Zweigleis, das heißt, da werden 3 Gleise sein. Und mal gucken, ob ich das irgendwie so hinbekomme. Ich glaube, das kann ich da nicht mehr so einfach reinquetschen. Ja, gut, das war es jetzt auch schon fast, oder? Ach ja, eine Sache noch. Ich bin jetzt im Märklin Startup Club. Ich kann euch aber die Karten nicht zeigen. Da steht nämlich mein Name und meine Mitgliedsnummer drauf. Ich möchte halt nicht, dass jeder das da sieht. Aber ja, jetzt mache ich erstmal eine Testfahrt mit dem neuen Waggon. Den muss ich leider ganz hinten anhängen. Mal schauen, wie er sich so machen wird. So, da mache ich jetzt mal den Strom an. So, Strom ist an. Aber Station 2 sollte jetzt starten.
Als Zuglokomotive nehme ich die 245006, weil ich habe zwar noch die 146er, aber die 146er, die kenne ich hier aus meinem Gebiet nur von der Regionalexpress, also als Regionalexpress-Lok. Während die 245er, die habe ich noch nie gesehen und deshalb nutze ich die als Güterzuglok. So, keine Ahnung, wieso das hier an ist und Licht habe ich auch nicht angemacht. Jetzt kann ich erstmal den Strom reinlassen und das Licht anmachen. Dann einmal angucken. Außerdem an den Waggons und jetzt noch an ein paar Häusern sind diese Preisschilder noch dran. Also ich bin bei diesen Niederbordwagen kriege ich die auch nicht richtig ab. Vor allem bei diesem älteren, so ein bisschen grauen. Ja, keine Ahnung, ich mache das eigentlich auch nicht weg aus, keine Ahnung, weiß nicht wieso. Aber jetzt zeige ich euch erstmal hier die Modellbahn. Beziehungsweise den neuen Wagen. Ich finde den Waggon sehr schön. So Pepsi, mit Pepsi-Werbung habe ich das noch nie gesehen. Und deshalb habe ich den auch mir geschnappt. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal vom Modelleisenbahn-Updating. Sind jetzt ein paar schöne kleine Sachen gewesen. Ach ja, und außerdem habe ich dafür, wie viel waren das? Ich glaube, 20, ich habe so 35 Euro für die ganzen Sachen ausgegeben. Also ist eigentlich ein recht guter Preis, denn diese Häuser würden eigentlich jedes Stück 2 Euro, nee, 5 Euro kosten. Es gab aber 50% Rabatt, deshalb jedes Haus 2,50 Euro. Ja gut, das war es jetzt vom ersten Modelleisenbahn-Updating. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.